Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit God of War. Haben in der letzten Folge Brock, den kleinen blauen Schmied, kennengelernt, der uns auch gleich mal ein bisschen was von seinen Künsten vorgeführt hat. Nämlich unsere Axt ein bisschen verbessert, eine neue Rüstung geschmiedet, alles neu, alles geiler. Das heißt, die Reise kann weitergehen. Was ist das? Ja, das fragst du mich. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Ja, guck du hier mal. Ich guck hier mal andersrum. Oh, da liegt ja einer im Gras. Ey, gefällt mir gar nicht. Soll ich dir die Runen vorlesen? Ja, gleich. Mach nicht so einen Stress, Junge. Okay, hier kann ich was drehen. Gut. Lassen wir mal. Lesen wir doch lieber vorher die Runen. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei... Wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Tja, was ist denn da überhaupt drin? Sieht aus wie Sand. Nur wo kommt hier der Sand her? Okay, sieht aus wie ein Rätsel. Schön und gut. Ich glaube schon mal, dass ich für dieses Rätsel dieses jene Rad hier benötige. Ich schätze mal grob, dass ich diese Scheiben, diese großen, da in der Mitte, wahrscheinlich irgendwie ausrichten muss. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Oder auch nicht. Ich glaube, das muss ich mit der Axt erledigen. Oh Mann, oh Mann. Da ist eins. Da kommt ja auch eins. Muss halt auch treffen. Die Zahnräder bestimmt einfrieren. Ja, was denkst du, will ich gerade machen? Okay, wer gibt's da aber. Ach, okay. Jetzt verstehe ich's. Muss dann halt warten, bis es richtig ist. Und dann halt wieder loslassen. Das müsste ja dann ungefähr. So passen. Ja, das dachte ich mir schon, kleiner Mann. Jetzt brauchen wir nur noch die Mitte. Ach, da oben ist auch noch eins. Shit, das habe ich übersehen. Nee, dann will ich zuerst den äußeren Rand machen. Weißt du, so klar, wenn ich das jetzt anhalte? Dann ist ja erst wieder alles im Arsch. Was ich mir gerade aufgebaut habe, da ist es. Fuck! Ich bin einfach zu langsam. So. Jetzt ist es kaputt. Toll, jetzt passt da erst wieder alles nicht. Aber jetzt passt die Mitte. Komplett. Muss ich eigentlich nur noch jetzt das hier machen. Fuck. So, dreh dich. Flack. Sieht gut aus. Ich sehe Runen. Junge. Was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Ja, das sehe ich auch. Was? Das ist doch sicherlich nichts Gutes, oder? Oder vielleicht doch. Okay. Aber wenn da schon irgendwas so dermaßen versiegelt ist, das liegt jetzt hinter uns. Muss ja da irgendwas drin sein, das echt nicht gut ist, oder? Wir sind schon wieder Runen. Junge, lies das mal vor. Was soll ich da draufhauen? Nee, bringt gar nichts. Na gut, ich gehe mal hier entlang. Und schon wieder eine Maske. Tja, und du wirst mal wieder knallhart daran vorbeigelaufen. Zum Glück hast du deinen Vater dabei, der auch mal ein bisschen abseits des Weges guckt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Jetzt wärst du ja fast auf den Kopf gefallen. Pass doch auf.
So, er hat doch gesagt, da oben ist irgendetwas. Da ist auch wirklich etwas. Es wird auch angezeigt, dass ich da mit der Axt draufballern kann. Ich muss halt nur ein kleines Stückchen höher zielen. Verdammt, noch immer nicht getroffen. So. Ja, geht doch. Oben ins Augen. Da habe ich schon mal einen getroffen. Wann habe ich denn das gemacht? Ich habe jetzt 2 von 51. Wann habe ich denn da den ersten getroffen? Keine Ahnung. Naja. Junge. Diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit haben. Dann gehen wir mal wieder jagen. Ah, der lebt doch. Nicht schon wieder so einer. Dann geht's jetzt wohl los. Brenner Daudi. Wo ist meine Axt? Da ist sie. Klappe zu. Ja toll, das bringt ja mal überhaupt nichts. Uiuiui. Uiuiuiui. Junge, Junge. Der reagiert irgendwie überhaupt nicht auf die Pfeile, oder? Was kommt jetzt? Lava. Lava. Ich würde sagen, ich mache einfach mal hier. Boah! So, das war ja mal ein bisschen Damage. Mann, da kommt man aber nicht wirklich nahe ran, ne? Wenn der... Au, das hat mich gewischt. Aber sag mir nicht, da ist so eine... Okay, ich dachte jetzt kurz, es wäre eine Wiedergängerin, die da ist. Ist nur einer von den kleinen Kennern. Trotzdem, nerviger, mieser, kleiner Fucker. Fuck, und genau reingesprungen. Es muss doch hier irgendwas mit diesen Markierungen an den Schultern. Es muss doch irgendwas sein, oder? Die hat er ja auch schon was. Das hat er der erste, den wir von denen getroffen haben, auch schon. Ich weiß nur noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Ich weiß nicht, aber... Mit Atreus draufballern bringt irgendwie überhaupt nichts. Ach, wo kommt denn? Dieser Motherfucker. Kommen die alle schon wieder her? Verpisst euch. Ich bin hier gerade ein bisschen anders beschäftigt. Ach, da kommen noch mehr. Ja, leck mich doch. Wo sind die Motherfucker? Diese kleine Motherfucker. Wo sind die hin? Da hinten steht einer. Ach, da wäre noch eine Kiste. Sollte mich vielleicht auch mal heilen. So. Ach, das wollte ich doch machen. Ach, jetzt wird er schon wieder Lava. Gut, zumindest killt er damit anscheinend auch seine eigenen Leute. Ihr Penner, ey. So. Okay, durchrollen da funktioniert nicht so wirklich gut. Ja, komm, mach mal irgendwas. Rollt wieder. Ist das irgendwie immer so das Zeichen, dass es wieder irgendwie Gegner kommen? Halt Abstand, Junge! Oi, 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 oi. Lass das.
Okay, jetzt ist er außer Puste. Leider nicht für lange. Na gut, aber ein paar Schläge gegen. Ja, lassen wir ihn sich mal auspowern. Trifft mich ja sowieso nicht. Uiuiui. Der fängt wieder an zu schwingen. Ach, Atreus, was läufst du auch direkt rein? Und da ist er down. Okay, den hätte man auch ein bisschen schneller erledigen können. Ich war am Anfang noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, was der für welche Attacken macht. Okay, was haben wir hier? Ach, wieder Stahl-Dingsbombs. Ein schwerer Runenangriff. Okay, muss ich gleich mal nachgucken. Und ich schätze mal, dass er noch ein bisschen hackt. Gut. Okay. Schau mal, da kann ich Atreus hochschicken. Hier. Was steht da? Stehen für die drei Normen. Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut. Okay. Gut, jetzt möchte ich aber sowieso mal schnell, schnell, schnell hier auf die Waffen. Hier haben wir was Neues bekommen. Invaldis Amboss. Ermöglicht einen zusätzlichen Folgeangriff durch Drücken von R2 nach dem ersten Schlag. Ja, dann mal ausgerüstet. Könnt ihr gerne generell mal gucken. Ich habe 557 Erfahrungspunkte. Kann ich mir da irgendwas Vernünftiges leisten? Was haben wir alles schon? Hoppala, falsche Taste. Na komm, kauf mir noch eine Fähigkeit für Atreus. Was soll der Geiz? Oh, okay, ich merke gerade. Die Runen hier regenerieren sich wieder. Moment mal, da ist 1, 2. Wo ist dann die dritte? Da hinten. Hier gibt es echt viel zu sehen. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Okay, hier geht's weiter. Ja, geh du mal den Keiler jagen. Ich guck hier noch weiter. Okay, hier wäre die dritte Rune. Da kann ich auch noch hoch. Ist hier wieder eine Maske? Nee, nur Hack. Hier nochmal reingucken. Oh, da geht's ja auch noch wohin. Hui, eine Kiste. Okay, von da sind wir gekommen. Gut, dann muss ich das jetzt hier mal probieren, ob das zeitlich funktioniert. So, schnell, schnell, schnell. Fuck, und ich ballere voll daneben. Okay, wieder schnell zur dritten. Was wahrscheinlich zeitlich nicht reicht. Oder hat's gereicht? Hat's natürlich nicht. Jetzt hat's aber gereicht.
Aber wir haben 3 von 3 Äpfel. Heißt mehr HP. Sehr schön. Och, ist das geil, wenn der Balken länger wird. Das klang jetzt zwar ein bisschen anstößig, aber es ist nun mal die Realität. Gut. Moment mal. Nee, noch nicht gut. Ich will ja vorher noch gucken. Nämlich hier. So, lass die Kette runter. Papi will da auch hoch. Dankeschön. So, was ist denn das hier jetzt? Junge. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Okay. Gebet an Odin. Nimm hier unser Opfer an, mächtiger Allvater, und erlöse Midgard von Hels wilder Jagd. Odin weiß es davon allen, dessen Atem Askr und Embla den erst unseres Volkes Leben einhauchte. Wir bitten euren Schutz. Sendet eure stolzen Valkyren und erschlagt die Todeslosen. Sendet eure stolzen Söhne Thor und Baldur, um uns zu schützen. Sendet Drachen, um die eisige Horde zu vernichten. Rettet unsere Seelen, auf dass wir euch auf ewig dienen mögen. Odin hat diese Nachricht wohl nicht bekommen. Oder es war ihm egal. Ich schätze wohl eher mal Zweiteres. So, jetzt sind wir hier aber, glaube ich, fertig. Dann können wir jetzt ja wirklich weitergehen. So da. So, wo ist denn das Schwein? Da ist er. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Muss ich jetzt wieder zielen? Na, natürlich. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Ach toll, jetzt gibt's auch noch magische Keiler. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Oh, da ist schon wieder so ein Teil. Weg mit dir. Okay. Das gefällt mir momentan nicht so wirklich, was ich da sehe. Oh, hey! Hallo! Kann ich da rein? Ich glaube schon, natürlich. Mit Gewalt geht doch alles. Aber da komme ich definitiv nicht rein. Sie wohl gekämpft haben? Würde auch nicht mehr viel bringen, außer ich will mir ein bisschen Schutt und Asche mitnehmen. Was aber, glaube ich, nicht unbedingt vonnöten ist. So, klauen wir hier den Leichen einfach mal ihr Geld. Warum denn nicht? Die werden es sicherlich nicht mehr brauchen. Stehst du auf? Nein, ich glaube nicht. Schon wieder eine Maske. 6 von 9. Meine Güte, das werden ja immer mehr. So, was mit dir, mein Freund? Ach, schön an den Baum getackert. Wunderbar. Ach, was willst du denn? Au! What the fuck?
Wieso ist das so schnell? Mieser Wichser, ey. Wenn du einen aufs Maul willst, dann sag's doch gleich. So. Hier, er ist runter durch. Mann, Mann, Mann. Okay, sonst noch irgendwo irgendwas? Sieht nicht mehr danach aus. Dann weiter. Oh, da hinten ist das Schwein. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Ja, diesmal ist der Pfeil zum Erstecken geblieben. Ach, und natürlich sein Messer verloren. Die Jugend heutzutage. Ja toll, und er ist weg. Er leckt mich doch am Arsch. Schön rein in den Nebel. Ja toll, Atreus. Junge! Mann, 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 was ist denn schon wieder los? Wo bist du? Mann, ich laufe doch jetzt sicherlich in der Falle oder in der Sackgasse. What the shit? Okay, Moment mal. Ja, wäre toll gewesen, wenn du auf mich gewartet hättest. Du Laberbacke. Atreus! Ich glaube, der Weg ist falsch. Oder auch nicht. Warte auf mich, Junge! Mann, irgendwas hier ist echt nicht koscher. Atreus! Toll, jetzt habe ich gar nichts mehr gehört. Jetzt einfach mal raten, wo es lang geht. Atreus! Was passiert denn jetzt? Da ist irgendwer anderes. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten. Bitte. Halten. Er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Okay. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Hier lang. Na toll. Jetzt dürfen wir das Schwein auch noch tragen. Warum muss das auch unbedingt das letzte seiner Art sein? Mein Gott. Wobei, da ist ja noch ein zweiter. Nicht ein bisschen zu groß. Und ein dritter. Die hat uns voll angeflunkert. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel.
Asche? Zwei, letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Okay, wie weit ist dein Haus eigentlich weg? Ich glaube, selbst für Kratos kann dieses Schwein über lange Zeit nicht unbedingt leicht sein. Darunter. Hey, Billy! Schau! Ist schon gut. Das ist aber groß. Oh, da ist auch noch einer dieser Hirsche, die wir schon mal abgemurkst haben. Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Er ist harmlos. Ja, hallo. Kleiner Freund. Bitte friss mich nicht. Ansonsten muss Kratos eventuell ein bisschen wütend werden und sich aus deinem Bauch rausschneiden. Und das wollen wir ja nicht. Schnell. Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur oder seiner eigenen... Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Okay, dann gehen wir also ein paar Blumen pflücken, aber das erst in der nächsten Episode von God of War. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.